Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. In diesem Video geht es um die neue Meta. Ihr kennt ja Trello. Trello ist ja halt so ein Board, wo halt Division viele Sachen postet, beziehungsweise Sachen postet, was jetzt neu in Division kommt, beziehungsweise ja die Änderungen, die Bugs, die gemeldet worden sind, was schon umgesetzt wurde, was noch umgesetzt wird. Und vor kurzem ist etwas gepostet worden von der netten Dame, die wir halt kennen von der Division, dass Division ein Problem hat, beziehungsweise Unbreakable, unzerbrechlich, und das perfekte Unzerbrechlich hat ein Problem. Und ja, nach einmal proppen ist das dann nicht mehr da. Und aus diesem Grunde kann man sagen, dass unzerbrechlich nicht mehr zu gebrauchen ist. Ob das dann dementsprechend so ist oder nicht so ist, ob dann irgendwann gefixt wird, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist das gemeldet worden, so wie ihr es gesehen habt. Und wir haben selber bemerkt, dass unzerbrechlich nicht funktioniert. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, das neue Talent reingekommen. Der perfekte Begleiter. Ihr habt schon vielleicht irgendwo Videos gesehen. Der Ü hat gestern ein Video gemacht darüber, dass das irgendwie zu OP ist oder beziehungsweise ja, zu gut funktioniert. Und wir hatten, bevor Ü das Video gemacht hat, hat der Shoot in seinem Video, hat das Ganze auch nochmal ja, ausgerechnet und auf wissenschaftliche Art in seine Akademie, würde ich mal behaupten, das Ganze ausgerechnet und trotz alledem, beziehungsweise nicht trotz alledem, und ist auch darauf gekommen, dass es einfach mehr Damage macht. Aber im PvE, okay, ne? Macht schon Damage, klar, also aber kommt jetzt, sag ich mir, nicht ein Stürmer und solche Sachen, kommt nicht ran. Da sind, wie gesagt, die Metas wie Stürmer und Heartbreaker immer noch interessanter als jetzt ein Begleiter. Aber im PvP ist das der Hammer. Du hast das Gefühl, dass du mit einer Glaskanone spielst oder gegen eine Glaskanone. Es ist der Wahnsinn. Zeige euch mal eben das Set. So, hier habe ich mit dem Set angefangen. Also ich habe angefangen, ein Set zu bauen für PvP, wo ich 100% Schockwiderstand habe. Wir haben das neue Holz, da gibt es in der Season Pass Level 86, glaube ich. Da haben wir das Talent Defibrillator, was uns natürlich dementsprechend 50% Schockreduktion bietet. Ich möchte aber den unteren Sachen gar nicht haben. Mich interessiert das nicht, mit dem Schild PvP zu rennen, jemanden zu stüpsen und dass er dann dementsprechend ja, geschockt ist. Haben wir gemacht, ist lustig, aber in der Regel funktioniert er eher selten, weil man öfters mal rausgeschossen wird. Jetzt sowieso. Also jetzt wird man sowieso direkt instant rausgeschossen, bevor man überhaupt noch bei Gegnern angekommen ist. Wir haben hier 10% Gefahrenschutz unten, so wie ihr sehen könnt, und wir haben 50% Schock Reduktion. Das heißt, die Gefahrenschutz, der Gefahrenschutzwert, der greift auch auf Schockreduktion. Somit haben wir 60% Reduktion auf Schock. Ich habe zwei Teile von dem neuen, diesen Electric-Set, damit ich den Zwei-Teile-Bonus aktiviert habe, Widerstand gegen Schock. Somit haben wir ne, 50, 60, 70, 80. Plus ich habe meine Uhr bei den blauen Kernattributen, so wie wir sehen, komplett vollständig ausgebaut, habe ich auch nochmal zusätzlich 10% Gefahrenschutz. Somit bin ich bei 90% gegen Schock. Plus ich habe hier einen Mod drinne, Widerstand gegen Schock. Somit bin ich mit meinem Set bei, so zeige ich euch mal, bei 100%iger Schockwiderstand. So, ich hasse das. Ja, ist ja gut jetzt. So, zack, zack, zack. Dass man 10.000 Mal blättern muss, bis man etwas zeigen kann. So, da oben, da. 100%iger Schockwiderstand. Somit ist das für euch, also für euch interessiert die St. Elmo gar nicht. Warum aber St. Elmo sehr interessant ist zu spielen? Weil St. Elmo hat einfach mega geile Mods hat. Wir haben allein 20% Schaden durch kritische Treffer. Und 20% Crit Chance, also Chance auf kritische Treffer. Normale Waffen, wenn du da jetzt Mods ranmachst, dann bist du bei 15 Chance oder bei 10 Chance plus den Crit-Schaden-Mod von der Feuerwand, aber du kommst niemals auf diese Werte. Und die SPM ist auch eigentlich super, ist, was aber noch super ist, die Stabilität bei der Waffe. Die ist auf 100%. Das ist der Wahnsinn. Das Ding mit der SPM plus mit der Stabilität, das ist Wahnsinn. Also das ist, und mit dem Chance von 20 ist fast wie eine MP, plus Schaden gegen ungedeckte Ziele, plus Lebensenergieschaden, was
Ja, ich meine, im PvP kommen selten zustande, lebenslänglicher Schaden, aber Schaden geht genug, der zieht ihr drauf. Plus, wie hat man dementsprechend diesen Schockmunition drin? Aber trotz alledem, als Schadenswaffe zu spielen, sehr interessant, die St. Elmo. Es geht nicht darum, dass man jetzt die Schockmunition haben will, sondern allgemein, dass die mit den Mods einfach, ja, du kannst dein Set so gestalten, ich habe 52 Chancen, obwohl ich vielleicht nicht die besten Teile drin im Set habe. 136 Crit-Schaden habe ich drin, wie gesagt, die sind noch nicht perfekt optimiert, so wie Sie sehen können. Die Teile sind schlecht, ich habe Kopfschussschaden, dann kann ich noch mehr Crit-Schaden rausholen. Ne? Das ist alles noch nicht so das Wahre, wie gesagt. Und ich habe sogar einen blauen, also einen Set-Teil, wo nur blaue Attribute drin sind. Also ein Crit-Schaden, ein Crit-Chance fehlt mir. Trotz alledem bin ich bei meinen, sogar ein Mod, ein blaues Mod drin. Mit St. Elmo bin ich bei den Werten, dass ich 52 Chance und 140 Crit-Schaden so knapp habe. Und mit dem Set habe ich wirklich PvP gespielt und das fetzt. Feindliche Verteidigerdrohne entdeckt. Gesagt, ist nicht so, dass man sagt, oh Scheiße, da verlierst du aber was. Klar, ich verliere an Damage, aber das Set ist eigentlich für die Leute, die gegen Schock einfach angepisst sind, genau das Richtige. Wir haben den Überlebensexperten drin. Warum? Weil, wenn wir die Gegner schockieren, sage ich mal so, nein, unter Schock setzen, können wir dementsprechend, ja, haben wir diesen zusätzlichen Buff, dass unsere Teamkameraden dann mehr Damage an den Leuten machen. Wir haben die St. Elmo, ich habe die M870 Express, die gab es zu kaufen, die war schon top, die habe ich jetzt, wie gesagt, nur optimiert und könnt ihr sehen, ich habe noch nicht mal was draufgerollt, die gab es letzte Woche, glaube ich, zu kaufen, die habe ich mir gekauft und ja, ein bisschen optimiert. Dann haben wir Fenris, Wokon Harris, wir haben Gebiet des Fuchses, wir haben das Blitzschlag. Neue Exo-Holster und die zwei Teile von Elektrik. Was aber schwer zu bekommen sein wird, die beiden Teile von Elektrik in der Variante, so wie es gerade hier, ja, so wie es gerade steht. Wir haben gestern Abend Livestream 2 Stunden fast daran gefahren, danach gefahren und ohne Scheiß, es ist einfach nicht gedroppt. Wir waren nicht zu zweit, wir waren fast die ganze, also Leute nur aus dem Clan dabei gewesen, auch ein paar andere. Und keiner hat es bekommen, soweit ich weiß, keiner. Ich habe von Little Sunny, danke nochmal, das meinem, nee, Little Sunny war das nicht, Entschuldigung, das war der Motorhead, der mir das gegeben hat. Little Sunny hat mir die neue MP gegeben. Die Motorhead hat mir diese hier mit Kopfschussschaden, obwohl ich den Kopf im PvP eher selten treffe, im PvE ist eine andere Sache. Alle Attribute bei den Set-Teilen, so wie wir sehen, Crit-Schaden und Crit-Chance. Und ich glaube, an der Set-Teile habe ich nichts verpasst, nichts vergessen zu sagen. Wir haben die Suchermine von dem Überlebensexperten, weil die die längste Haltedauer hat. Und wenn man die dann dementsprechend ja fallen lässt und die hinter einem hinterherfährt, wenn man alleine spielt, hat man dementsprechend den Vorteil, dass man ja Begleiter die ganze Zeit aktiv hat. Bei der zweiten Fertigkeit müsst ihr mal sehen, was ihr spielt. Ich spiele gerne Köder, weil viele so gut, echt keine Ahnung, viele Leute spielen Köder. Falls ihr den Begleiter nicht kennt, der perfekte Begleiter, wenn sie sich in 10 Metern Reichweite eines Verbündeten oder einer Fertigkeit befinden, erhöht sich ihr Waffenschaden um 20%. So, das ist das Originaltalent, gibt es schon ein bisschen länger. Begleiter, solange sie sich im Radius von 5 Metern um einen Verbündeten oder eine Fertigkeit befinden, erhöht sich ihr Waffenschaden um 15%. Somit haben wir hier, ja, wir sagen hier, wir haben hier 20, 15, so, somit 35. Ist eigentlich nicht die Welt, ne? Also, aber guckt euch mal die Zahlen hier an. Das ist definitiv ein Anzeigebug. Also, diese Zahlen sind, die können nicht stimmen. Ich zeige euch mal was anderes. So, warte mal. Ich habe hier jetzt mal Full Red. Früher, was ich mit Spotter gespielt habe, habe ich jetzt auch mit Begleiter auch gemacht. Das ist jetzt noch angenehm, die 205. Ah, eigentlich zeigt das über 250. Das ist wie das auch zustande kommt, weiß ich nicht, 2,7. Wie gesagt, das ist die Funktionalität, weiß ich nicht. Manchmal willst du etwas zeigen. Ja, okay, nee, wird nicht, kann nicht gezeigt werden, auf jeden Fall. Zum Vergleich, wir haben jetzt ein Begleiter-Set, so wie ihr sehen könnt. Wir haben auch ein Teil Elektrik, also kein Teil drinne, was jetzt, sage ich mal jetzt, ja, Bock und Harris zum Beispiel. Das ist Elektrik, das ist ja nur der Begleiter halt dementsprechend drin.
Meine Werte sind bei 54 Chancen und 131 Crit-Schaden. Und wir gucken mal eben, was das Set. Wir haben es ja gerade schon mal geschaut. So. Ja, das ist natürlich Lebensenergie-Schaden. So, den machen wir mal weg. 1,2. Fast eine Million. Fast eine Million haben wir, also 939.000 haben wir jetzt auf der Brust, wie gesagt. Aber ich habe hier ja, mir fehlt noch ein bisschen Crit-Schaden und solche Sachen halt, ne? So, und dann habe ich noch das vergleichbare Set, aber mit Spotter. So, mit Spotter. Auch Königsmacher, alles die gleichen Sachen, wie gesagt, Königsmacher ist die gleiche, wie gesagt. Die zeigt jetzt 152k, nicht so wie die andere, 205k. Aber auch, das ist, wie gesagt, der... Da ist der Anzeigebug noch schlimmer. Auch die ähnlichen Werte. Wir haben nicht viel mehr Crit-Schaden oder sonst noch was drin. Wir haben aber Fenris. Hatten wir hier oben. Ich habe hier Wachsamkeit. Die Wachsamkeit hat 25%. Ja. Plus wir haben hier Spotter. Also nicht den perfekten Spotter. Also Entdecker. Wir haben den normalen Entdecker. Wir haben 15. Das heißt, wir haben 40% mehr Waffenschaden. Anstatt die 35, die wir bei dem Begleiter haben. Plus, wie gesagt, ich habe Grupo, Walken Harris und Fenris. Bei dem anderen habe ich kein Walken Harris drin. So, wir gucken uns mal eben die Schadenszahlen an. Komm schon, markiert. Kopf 1 Million, nicht 1,2. Und Brust knapp 100.000 weniger. Und es ist alles auf Rot. Ich habe überall Crit-Schaden und solche Sachen. Wir haben sogar Walken Harris nochmal 5 zusätzliche. Und das heißt, wir würden jetzt aber auch, wenn wir Damage bekommen, wir würden die Wachsamkeit verlieren. Die ist dann weg. Bis wir dann wieder kein Damage mehr kassieren, die kurze Zeit. Und Spotter, wie gesagt, müsste man den Gegner markiert haben. Ich habe gerade gesehen, ne, ist schon wieder nicht markiert, nach oben, jetzt ist er markiert. So, passiert ja auch manchmal, dass die Gegner nicht markiert werden. Und das ist bei Begleiter gar nicht notwendig. Das ist permanent aktiv. Und das multipliziert sich so wie Schein selber und macht einfach größeren Schaden. So, und gestern sind wir wirklich in der Dark Zone extrem weggebumst worden. Weil viele Leute mittlerweile die Scheiße spielen, aber auch so Full Red teilweise mit 1 Million Rüstung oder was auch immer. Und ob man das jetzt so spielen sollte oder nicht, ne? Also der Erste, der schießt, der gewinnt, ist bei mir auch so. Ich spiele auch immer sehr gerne Full Red, aber ich liege auch oft genug. Das ist, denke ich mal, so ein Ding, wenn ihr dann den Rucksack... Agent braucht Verstärkung. Ja, Agent, ich komme gleich. Wenn ihr den Rucksack zum Beispiel anstatt den roten Kernattribut habt, euch da eine Rüstung, so einen Rucksack mit, guckt euch das mal an, 219k. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt an gewisse Konstellation liegt, aber es ist der Hammer. Wir haben hier 55 Chance, 116 Crit-Schaden. Und damit ihr öfter mal kritte, so. 850.000. Wir haben 1,5 Millionen Rüstung. Ich habe fast kaum Crit-Schaden, etwas über 100%. 55 Chance, weil ich öfter critten möchte. Und der Damage ist einfach der Wahnsinn, was dabei rauskommt. Ist der Hammer. Aber auch mit dem Set, ich zeige euch mal eben mit dem Set, mit St. Elmo. St. Elmo hat noch gar keine... Bedenkt mal, ich habe Know-how Stufe 20 bei Königsmacher. Ne? Die Königsmacher hat schon ordentlich Wumms hinter. Und wenn ich jetzt mir die St. Elmo mal nehme, ja, die Anzeigebug mal wieder, ne? Wir haben die 2 Millionen, was auch immer. St. Elmo hat gar nichts. Ich habe jetzt die gerade auf Expertise gebracht und 1% Waffenschaden, weil mein, ja, mal wieder Materialien in den Arsch gegangen sind. Ja. Mir fehlen Materialien mittlerweile, damit ich da was draufrollen kann. Aber auch hier. Ne? Wie gesagt, das ist auch noch nicht alles perfekt, da fehlt noch was, aber die St. Elmo hat 850 SPM, es ist keine Königsmacher mit 600, schieß mich tot. Also St. Elmo hat schon eine Runde mehr, aber auch die macht sehr guten Schaden. Obwohl die noch gar nichts hat, ne? Also obwohl die noch gar nicht optimiert oder was auch immer. Kopf 485, wie gesagt, und hier 358. Für die SPM und dafür, dass die keine Know-how-Stufe drin hat, ist die damage-mäßig gut. Aber muss selber halt entscheiden. Aber die neue Meta sieht dann dementsprechend so aus, dass wirklich die beiden Begleiter gespielt werden. Ne? Das wäre jetzt 100%iger Schockwiderstand. Das ist das Set, warum es hier geht. Ich würde gerne das nachbauen. Aber die neue Meta, die jetzt, wie gesagt, rauskommt, sind die beiden Begleiter. So, das wird wohl die neue Meta sein. Die Gestaltung der Kernattribute sei ich euch überlassen.
nach der Spielweise. Die Königsmacher wird jetzt immer noch weiter viel gespielt mit dem Techniker. Die anderen können natürlich mit Survival Überlebensexperte wegen der Suchermine oder was auch immer. Ich habe hier zum Beispiel bei mir die Drohne, Verteidigerdrohne, habe ich drin, die dann dementsprechend dafür sorgt, dass ich meinen Begleiter aktiv habe. Und ja, ich habe Köder drin, weil, ja, ablenken, was auch immer. Bei euch sei es dahingestellt, wie gesagt, alles auf Crit-Chance und Crit-Schaden. Alle Mods sind Crit-Chance, Crit-Schaden. Und ich bin bei 55 Chance, 116 Crit-Schaden. Ihr könnt auch Full-Red spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch das Set spielen mit 100% Schock-Resistance. Dann habt ihr, wie gesagt, möcht ihr gar keine Gedanken drum machen, dass euch einer dann wegknallt. Ihr könnt das auch umbauen und sagen, ich pass auf, ich spiele das mit dem Techniker, auch mit der Königsmacher, muss das Ganze noch ein bisschen umbauen, weil mit der Königsmacher würde das Problem geben, dann müsste man die Chance, ich habe das probiert mit der Königsmacher, das Ganze nachzubauen, da ist die Crit-Schaden und Crit-Chance so niedrig, also das ist wirklich dann, man liegt bei 90 Crit-Schaden, glaube ich, und gerade mal bei 50 Crit-Chance. Man würde trotz alledem immer noch genug Damage machen, aber man kann sagen, pass auf, ich spiele jetzt eine andere Waffe, die mir mehr gefällt und mit der ich immer öfter spiele. Sei für euch, wie gesagt, dahingestellt. Aber mit Cent Elmo, die sowieso umsonst gibt in Season, da muss man gar nichts dafür fahren. Was für Idioten eigentlich, hätten die das irgendwo anders einbauen sollen, aber in meiner Meinung, ja, ist ein anderes Thema. Trotz alledem, also das Set hier 100% Schockwiderstand und die Begleiter, das Begleiterpärchen, sag ich mal so, ist die neue Meta. Ich find's gut. Die anderen kotzen darüber. Gestern hatten wir auch mit Flying Devil, der war bei uns auch im Team mitgespielt. Er kotzt darüber, findet es nicht gut. Ich find's gut, weil das ständige Rumgedänze endlich aus der Dark Zone verschwindet wird. Das heißt, wenn du rausguckst und Damage bekommst, kriegst du richtig in die Fresse. Da das unzerbrechlich komplett kaputt ist und nicht wirklich funktioniert, macht das auch keinen Sinn mehr zu spielen. Vielleicht wird das PvP jetzt anders und die Leute werden jetzt aufpassen, was die tun. Das war's an dieser Stelle, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, bitte schreiben unter Kommentare. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen und über einen Daumen würde ich mich extremst freuen. Haut rein. Ciao, ciao. Feindliche explosive Suchermine entdeckt. Ja, hier sind die anderen beiden. Ja, dann drei, was auch immer vier. Ja, warte, warte, nicht wirklich. Ja, wie Brand auch noch? Was ist denn da los? Ein bisschen mehr Schmutz geht ja nicht, oder? Wieder gerannt. Neuer Mesti, no running hier, Bayern wir, ja? Kein Healer mehr, Bruder? Nur hier. Oh, what the fuck is going on? Der Healer ist dead. Gut, war sehr gut. Warte, Alter, wollen wir uns hier wegpushen, ey. Wer kam da von hinten? Was für ein Schmutzspieler, ja. Ja, das war einer von den anderen, die wir davor gequalt haben. Hier.